Im Laufe vom vergangenen Vierteljahrhunderts wurden in der Partnerschaft Darmstadt-Uschkrodt viele erfolgreiche Projekte realisiert. Man muss sagen aber, dass diese Kooperation, wie jede Beziehung, auch vom Aktivitätsniveau beider Parteien bedeutend abhängt. Nach dem relativen Stillstand gibt es heute eine bemerkbare Belebung der partnerschaftlichen Beziehungen. Ein persönlicher Einsatz ist dabei von großer Bedeutung. In der letzten Zeit koordiniert die Partnerschaft Uschkrodt Darmstadt Herr Martin Reuter. Es geht eigentlich erstmal darum, zu schauen, was gibt es schon oder was gab es schon, was gibt es schon und was kann man machen. Und in der Vergangenheit war es halt so, dass die Städtepartnerschaft sehr fokussiert war auf die Kommunikation zwischen den jeweiligen Verwaltungen, also in Darmstadt und Uschkrodt. Und wir wollen eigentlich jetzt versuchen, gemeinsam mit Partnern aus der Zivilgesellschaft dazu beizutragen, dass quasi diese Austausch, also diese ganzen Austausche zunehmen in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Jetzt nicht unbedingt Verwaltung, sondern konkrete Vereine, Privatpersonen, Künstler, Sportler, alle, die Ideen haben, können sich einbringen und einfach diesen Kommunikationskanal Darmstadt nutzen, weil den Kanal gibt es ja. Er wurde nur aus verschiedenen Gründen in der Vergangenheit nicht so oft genutzt. Dank der engagierten Einstellung der sich damit beschäftigten Menschen und zusätzlichen Unterstützungsmöglichkeiten fand im laufenden Jahr schon vieles statt. Das ist natürlich ein Glücksfall, dass die Stadt Uschkrodt erstens einen Berater hat, der von Deutschland finanziert wird, und zweitens auch einen kompetenten Berater hat, wie der Martin Reuter, der viele Jahre in der Ukraine schon arbeitet, Situation gut kennt, engagiert ist und auch mit dem Herzen dabei ist. Man kann so eine Arbeit nicht nur formal machen, wie ein Bürokrat, sondern man muss mit dem Herzen auch dabei sein. Haben wir das große Glück, dass all diese Maßnahmen finanziert werden von Deutschland. Das nennt sich Schnellstarterpaket Ukraine. Das wird finanziert vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und natürlich macht es das einfacher, solche Programme in Gang zu bringen. Außer der Austauschreise der ukrainischen Schüler und dem Auftritt der Darmstadter Europaorchesters in Transkarpatien wird heutzutage ein spezielles Projekt der Intensivierung der Kooperation realisiert. Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms Schnellstarterpaket umgesetzt von Engagement Global. Dieses Schnellstarterpaket richtet sich nur auf die Partnerschaft zwischen Ukraine und Deutschland, also ganz konkret Ukraine-Schnellstarterpaket. Und in erster Linie sollen deutsche und ukrainische Kommunen sich vernetzen und ihre Partnerschaften aufbauen bzw. vertiefen und intensivieren. Und das möchten wir natürlich mit unserer ukrainischen Partnerstadt Uschkrodt, mit der wir schon seit 25 Jahren verschwistert sind, ganz gerne umsetzen im Rahmen des Projekts. Indem wir verschiedene Bereiche abdecken, den Bereich Soziales, Wirtschaft, Bürgerbeteiligung, aber auch Abfallwirtschaft. Wir möchten auch ganz gerne die Zivilgesellschaft der beiden Städte einbeziehen, nicht nur die Verwaltung, nicht nur die politische Ebene, die auch sehr wichtig ist. Das von deutscher Seite geförderte Projekt wird im Laufe des Jahres 2017 realisiert. Nach der Sommerreise der ukrainischen Delegation ist eine Gruppe der für die Entwicklung der Zusammenarbeit interessierten Menschen aus Darmstadt für 3 Tage nach Transkarpatien gekommen, um die Hauptrichtungen der Kooperation für die nächste Zukunft zu bestimmen. Unsere Gesprächspartner sind die Teilnehmer der Partnerschaftskonferenz, die am Anfang der 2. Etappe des Projekts stattgefunden hat. Ich habe 15 Jahren schon mal hier war und Uschkrodt von damals kennen und erstmal sehr viel staunen, was sich hier getan hat in den letzten Jahren. Dann bin ich wirklich überrascht. Also die Fassaden, die Häuser, die saniert worden sind, prima, wirklich wunderbar. Ich bin gespannt drauf, was in diesem Gebäudesektor passiert. Das ist einmal ein Kernbereich, in dem ich arbeite, also die Sanierung alter Gebäude vor dem Hintergrund Energieeinsparung, Energieeffizienz. Da gab es damals im Rahmen eines EU-Projektes TACIS viele Vorarbeiten, die ich gerne wieder aufgreifen würde, mit der Stadtverwaltung diskutieren, mit den örtlich Verantwortlichen durchsprechen, Erfahrungsaustausch zu dem, was wir haben, an Erfahrung zu dem, was hier gelaufen ist, mit den vielen Sachen, die schon passiert sind. Ich habe auch gesehen, Häuser wurden nachträglich wärmegedämmt.
Ja, das ist so ein bisschen der Stand, den ich habe, mich informieren über das, was gelaufen ist und vielleicht schauen, wo wir als Institut Wohnen und Umwelt noch was zuarbeiten können. Knapp 15 Jahre wurde in Deutschland ein Verein Deutsch-Ukrainischer Freundeskreis gegründet. Sein Ziel ist, die Partnerschaft und die Zusammenarbeit in der Bildung, Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren. Drei letzten Jahren beschäftigt sich der Freundeskreis auch mit der Lieferung der humanitären Hilfe in die Ukraine. Wir sind überregional organisiert, das heißt, wir haben unseren Sitz, Hauptsitz in Darmstadt, aber wir haben in Hamburg Leute, in Berlin Leute, in Stuttgart Leute, also in Nürnberg und in anderen großen Städten. Und wir sind sehr modern organisiert. Heute gibt es Internet und jeder weiß, was er zu machen hat. Ich bin meistens für Wirtschaft und Ausbildung, Wissenschaft zuständig und andere sind für die humanitäre Hilfe zuständig. Und jeder weiß, was er tun und lassen muss. Die Stadt Darmstadt hat uns gebeten, sie bei dieser Partnerschaft zu unterstützen. Wir haben natürlich Erfahrung im Kontext mit staatlichen Förderungen. Sie wissen, ich war 30 Jahre bei der GIZ und kenne von daher Entwicklungspolitik und weiß auch, wie man Anträge stellt. Und die Stadt Darmstadt hat uns gebeten, weil wir Ortskenntnisse auch haben, diese Partnerschaft zwischen Uschgorod und Darmstadt zu intensivieren und sie organisatorisch und inhaltlich zu beraten. Wir versuchen zwischen den Universitäten und zwischen auch Schulen oder Fachschulen die Kontakte herzustellen. Das geht auch in die Medizin, Ausbildung von Krankenpflegerinnen und Krankenschwestern, Hospitationen, Praktika in Deutschland und umgekehrt in der Ukraine. Das sind die Themen, die jetzt die nächsten zwei Tage hier auch vorangebracht werden sollen. Deshalb gibt es auch viele Besuche von Einrichtungen hier, der Wissenschaft und der Bildung. Als Ergebnisreise könnten aus diesen Bereichen verschiedene, also Informationen erfolgen, ein Erfahrungsaustausch auch und letzten Endes hoffe ich halt auch das eine oder andere konkrete Projekt. Also zum Beispiel im Bereich Energiewirtschaft, wenn es um energetische Maßnahmen beim Häuserbau geht, dass hier Informationen und Vorschläge gemacht werden, wie man hier auch in Uschgorod gewisse Hilfestellung leisten kann. Oder im Bereich Abfallwirtschaft, ein ganz wichtiger Bereich, dass hier eben die Erfahrungen aus Darmstadt nach Uschgorod getragen werden. Es wird es geplant, auch ein Darmstadter Haus hier zu gründen und zu öffnen? Ja, wir haben da positive Erfahrungen in einer anderen Schwesterstadt, nämlich in Polen, in Płock gemacht. Und zwar ist dieses Haus in Płock vor allen Dingen für Kulturveranstaltungen gedacht, die auch dort durchaus intensiv stattfinden und wir können uns oder wollen uns so etwas auch für Uschgorod vorstellen. Unter den Mitgliedern der Delegation sind engagierte Fachleute, die für künftige Projekte offen sind. Die Erfahrung der Partner ist wichtig und trägt zur Entwicklung bei. In Darmstadt, ich bin da seit vielen, vielen Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter, war zwischendrin ein paar Jahre bei einer Bank. Habe dort gelernt, wie Bank funktioniert, wie Finanzierungsinstitute funktionieren. Habe auch gesehen, dass man mit Energiesparen Geld verdienen kann als Bank. Habe dort auch die Wohnungswirtschaft kennengelernt mit den spezifischen Rahmenbedingungen, unter denen Wohnungswirtschaft funktioniert. Also ich komme von der Baustelle, ich kenne Bank, ich kenne Wohnungswirtschaft und in diesem Dreiklang arbeite ich jetzt seit vielen Jahren schon am Thema nachhaltige Sanierung von Wohngebäuden, insbesondere für Innenkooperationen mit Wohnungsunternehmen. Es gibt Sachen in Darmstadt, es gibt auch Sachen in der Bundesrepublik, also auf bundespolitischer Ebene, wo dieses Thema Energieeffizienz oder nachhaltige Entwicklung von Wohngebäuden, das heißt, so sanieren, dass es bezahlbarer Wohnraum bleibt für die Mieter und dass trotzdem die Investoren noch damit auch überleben können als Unternehmen. Da gibt es viele Sachen in Deutschland, da gibt es Sachen in Darmstadt, speziell für Darmstadt auch. Die kenne ich, die mag ich gerne weitergeben. Es gibt viele eingesetzte Modelle der modernen Wohnhäuser. Ein davon ist sogenanntes Passivhaus. Aus Darmstadt kommt das sogenannte Passivhaus. Das haben wir am Institut, da war ich auch schon damals dabei, am Rechner entstehen lassen, erstmal schauen, ob sowas überhaupt geht.
Und dann auch gebaut in Darmstadt. Und dahinter steckt die Philosophie, das sind Häuser, die sehr viel Energie einsparen. Und mit dem Effekt nachher nur noch sehr wenig Energie brauchen. Und das bisschen, was man an Energie noch braucht, das kann man zum Beispiel durch Geothermie ins Haus bringen oder indem man mal viele Freunde einlädt und abends feiert, dann kommt so viel Wärme ins Haus, dass das auch durchaus reicht. Das sind diese Passivhäuser. Das Konzept dahinter ist das, dass diese Häuser eigentlich ganz einfach gebaut sein müssen, damit es mit dieser hohen Qualität auch an der Baustelle funktioniert. Also das sind alles andere als technische Wunder. Das sind einfach nur gut geplante Häuser, gut gebaut. Da geht es um Wärmeschutz in erster Linie, den aber richtig gut. Und da geht es um Lüftungsanlagen mit Wärmegewinnung. Das ist das einzig Schwierige eigentlich an diesen Häusern im Neubau, die man technisch in den Griff kriegen muss. Und das ist auch heute noch nicht so ganz ohne. Aber das Konzept ist eines, ganz einfach bauen, damit es kostengünstig wird und an der Baustelle auch realisiert werden kann. Sonst funktioniert es nicht. Im Rahmen des Besuches gab es noch eine aufmerksam werte Veranstaltung, die für partnerschaftliche Beziehungen von großer Bedeutung ist. Es geht um die Enthüllung des Schildes auf der Fritz-Glenz-Straße. Es ist eine Aktion der Verehrung des Menschen, der eine wichtige Rolle in der Knüpfung und Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Bürgern unserer Städte gespielt hat. Der Herr Fritz Glenz war einer der aktivsten Akteure der Kooperation, die später mit Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde besiegelt wurde. Er war Präsident zu jener Zeit der internationalen Schülerspiele, hat sie also mit initiiert. Und als sie einmal hier in Uschgorod stattfanden, hat er gesagt, mit dieser Stadt müssen wir eine Partnerschaft eingehen, um den Menschen hier zu helfen, gerade ja, Menschen, die hilfsbedürftig sind, auch in sozialen Bereichen, in Krankenhäusern, in Altenheimen. Das lag ihm sehr am Herzen. An der Zeremonie der Enthüllung des Straßenschildes nahm auch der damalige Bürgermeister der Stadt Uschgorod, Herr Emil Landowski, teil. Er präsentierte den Vertretern der deutschen Delegation sein Buch, in dem auch die Geschichte der Partnerschaftsschließung dargestellt ist. Im Laufe von 3 Tagen fanden zahlreiche Treffen, Besuche der betreffenden Objekte, ein Rundentisch, Besprechung der künftigen Pläne und weitere Kooperation statt. Die Mitglieder der Delegation aus Darmstadt und ihre ukrainischen Partner sind einig. Man muss sich treffen, sich unterhalten und Erfahrungsaustausch möglichst oft in verschiedenen Branchen machen. Potenzial dafür ist riesengroß. Erstmal habe ich in diesen Tagen gesehen, dass ich auch städtebaulich, auch geschäftsmäßig doch einiges entwickelt hat in Uschgorod. Das Zentrum auch mit einer Fußgängerzone, so kannte ich es nicht. Ich war das letzte Mal vor gut 10 Jahren hier gewesen. Also in der Zeit hat sich viel getan. Und was wir halt auch jetzt erörterten in den letzten Tagen, waren vor allen Dingen, in welchen konkreten Bereichen wir unseren Austausch verstärken können. Also das Engagement der Stadt Darmstadt hier in Uschgorod steigern können. Und da haben wir konkret jetzt auch mit NGO-Vertreterinnen und Vertretern aus Uschgorod und auch mit der Stadtverwaltung einige Themen erörtert. Das sind Themen wie beispielsweise Bürgerbeteiligung, war ein Schwerpunktthema in den Erörterungen dieser Tage. Also wie kann man die Bürger hier mehr mit einbeziehen in Entscheidungsprozesse oder aber auch so Umweltthemen wie beispielsweise auch Müllbeseitigung, Mülltrennung oder energetische Maßnahmen an Häusern, also im Energiebereich. Das wurde konkret jetzt in den letzten Tagen erörtert. Solche Reisen sind nicht nur für die Vertiefung der partnerschaftlichen Beziehungen wichtig. Sie tragen zur Änderung des einseitigen Ukraine-Bildes bei den deutschen Bürgern bei. Natürlich muss man doch den Leuten teilweise noch erklären, wo genau
die Ukraine liegt. Also ich meine jetzt, die liegt im Sinne von, wo ist Uschgorod und wo ist der Konflikt im Osten der Ukraine. Aber natürlich, dafür ist ja auch Städtepartnerschaft da, dass man keine Ängste hat, irgendwo hinzufahren, sondern Vertrauen, weil man weiß, man fährt zu Freunden, man kommt zu Freunden zu Besuch, da kann nichts passieren. Und dieses Grundvertrauen gilt es eigentlich zu nutzen und weiterzuentwickeln, weil alle Kooperationen, die in Zukunft entstehen werden, die entstehen auf Grundlage von diesem Vertrauen. Und für Vertrauen braucht es vor allem Zeit, Geduld, es braucht den Willen, was zu machen und natürlich braucht es auch diese gegenseitigen Besuche. Nach den drei anstrengenden Tagen folgt weitere Arbeit.